So, mal wieder hier. Ich bin Fjord LP und ich habe irgendein Grimdale Achievement unlocked, was auch immer das heißen soll. Und ich bin schon im dritten Part, Mindset. Die DayZ Mod Alternative, für die man keinen Mod braucht. Also könnt ihr, wenn ihr die 1.3 habt, oder wahrscheinlich habt ihr die 1.3, wer spielt ihr noch mit der 1.2.5? Obwohl ich manchmal selber auch Bock hätte, mal wieder einfach mir eine Alpha Jar runterzuladen. Oh, Rotten Flesh. Oh. Yes, jetzt kann ich mich halbwegs ernähren. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Manchmal habe ich wirklich Lust, die Minecraft Alpha Jar nochmal runterzuladen, dann nochmal ein bisschen Alpha zu spielen. Einfach so alte Zeiten denken. Mache ich meistens aber nie. The best equipment in the game. Also das beste Equipment findet man im Norden. Also bevor man da hingeht, soll man aber erstmal so Anfangsequipment finden. Das werden wir auch machen. Oh, Misty Murder, Big Small Zombie. Ich glaube, der hat mich umgebracht. Oh, da ist ja die Truhe. Da ist die Truhe. Wir werden die uns snacken, eiskalt, bevor irgendjemand anderes sie uns wegsnackt. Ein Snowball. Zwei Snowballs. Wieso auch immer. Buggy. Okay. So, Snowball war ja. Sounds like somebody is newbie. Ja, höchstwahrscheinlich hier oben irgendwo. What? Die Kiste ist weg. Oh mein Gott, sie ist weg. Weg. Und ich bin wieder allein. Allein. Ach, verdammt. Ah, lol. Oh. Lederhosen. Loot Achievement. Hey. Ich hab das Loot Achievement. What the? Ja, bisschen buggy ist es schon noch, wenn man die Treppe runtergeht. Und sich dann irgend noch was bricht dabei. Was haben wir denn? Oh, eine Truhe. Melone, Melone. I got a melon. Ja, komm, geh nur da rein, da gibt's tolle Sachen. Idiot. Entschuldigung, wollte ich jetzt nicht gesagt haben, aber es stimmt ja. Okay, ich war auch so blöd und bin da unten reingesprungen. Was steht denn auf dem Schild Tolles? Peddlers, well, low wishes. Achso, hier kann man irgendwas reinschmeißen, dann kann man sich was wünschen. Tue ich jetzt aber nicht, weil ich eben kein gutes Equipment habe. Sapling Church, also eine Kirche. Ah, Kirche. Kirche heißt doch Truhe. Truhe heißt doch Spaß. Spaß heißt doch. Spaß heißt doch. Ist doch eine Truhe. What the? What the fuck? Oh, Truhe. Mit nichts. Ich könnte den töten, tue ich aber nicht. Weil ich dann schon wieder überall als Mörder gelte. Was steht denn da? Ziff, come on. Ja, wo muss ich denn überhaupt wieder raus? Habe ich Minecraft jetzt wirklich? Ja, bright. Entschuldigung, falls ihr hier nicht so viel seht. Aber ich denke mal, dass die meisten Leute in Minecraft haben, die das hier. Nein! Die Truhe ist weg. Ich denke mal, dass die meisten Leute, die das hier sehen, auch Minecraft haben. Und deswegen, falls es denen ja so dunkel ist, hier immer noch selbst mal durchgucken können. Das hier scheinen die Katakomben von der Kirche zu sein. Die gammeligen Katakomben, in denen nichts zu holen ist. Die Katakomben der Gammeligkeit. What the? Gosh, da weg. Wir begeben uns mal ins obere Stockwerk, einfach um zu gucken, ob hier auch noch was auf uns wartet. Hier vielleicht? Nein? Okay. Hallo. Ich möchte nichts kaufen von dir. Hier hinten irgendwas Tolles. Ja, definitiv. Dunkelheit ist sehr beliebt. Ach, hier kommt man auch hoch. Dann gehen wir mal nach oben in den Glockenturm. Sieht aber auch nicht ganz uninteressant aus. Ah, jetzt sind wir über der Kirche sozusagen, also über dem Priester, Prediger, Kirchenraum, wie heißt das, wo die eigentliche Messe gefeiert wird? Messraum? Ich weiß nicht. Kann man sich dann messen mit anderen? Mit anderen Messern. So, da war ich schon drin. Death Message. To toggle. Ah, was ist das denn? Friedhof.
Ja, sieht schon so aus wie ein Friedhof. Und an einem Friedhof gibt es bestimmt auch Totengräber, die man. Nein, anscheinend keine Totengräber, die man ausnehmen kann. Okay. Looks not so pretty. Pretty well. Pretty well. Ja. Oh, da war doch eine Truhe, oder? Oder? Habe ich mich da verguckt? Nein, es war ein Cauldron. Wow, ein Cauldron. Da kann ich Wasser reinfüllen. Ah, nein, geht doch nicht. Geht mit einem Eimer. Aber ich weiß nicht, ob das in mein Set geht. Kakaobohnen? What the hell soll ich mit Kakaobohnen? Ich meine, die kann man wieder essen. Noch mehr Kakao. What? Sollte. Ah, noch eine Kiste. Oh mein Gott, Lederschuhe und ein Apfel. Oh mein Gott, zwei Äpfel. Oh mein Gott, der eine Apfel hat sich hier nichts aufgelöst. Oh mein Gott. Spannung ist kaum zu auszuhalten. So, hier noch eine Truhe bei dem komischen Ultrasofa und Ultrabett. Nein, dann gehen wir noch höher. Diamond Suite. Ja, da ist ein Diamant. Und ja, ich will hier eine Truhe finden. Oh, Pool. Wow, geil. So ein Schlafzimmer hätte ich auch gern. Schlafzimmer wäre aber noch toller, wenn hier irgendwo eine Kiste wäre, die aber nicht da ist. Okay. Dann war hier drüben noch was. Was ist das? Second Schlafzimmer oder was? Oder das Pool Dance. Was steht denn da oben? Ah, eine rote Fackel. Ah, Rotlicht. Was heißt das? Ach, DJ oder so. What the fuck? Geh auf. Privat. Okay. Rottenfleisch und Weizen. Was kann man mit Weizen nochmal machen? Wartet, wartet, wartet. Ah, das kann man nur abbauen. Okay, ich schätze mal, dass man sich aus dem Weizen Dingens craften kann. Brot. Das heißt ja, dass man sehr viele Sachen einfach craften muss. Nein! Boah, ich bin echt Profi da drin, irgendwelche wertvollen Items sinnlos zu benutzen, aber kann ich. Ich hatte doch noch ein kaputtes Schwert. Oh mein Gott. Das kaputte Schwert, das ist despawned. Oh mein Gott. Okay, was bist du für ein Haus? Das war die Kirche. Hier geht's hoch und ich glaube, dass ich mich dann, nachdem ich hier drin gewesen bin und eine Truhe gefunden habe, oder nicht, je nachdem. Oh, Papier. Ha! Kann Bandage nicht stecken. Nehme das Wort wieder auf. Jetzt habe ich drei. Ich habe es. Nein, gib mir deine Bandage. Gut. Ein Kaktus. Ja, ein komischer Bug. Was kann ich mit dem Kaktus nochmal machen? Abbauen, glaube ich. Ah, hier sollte wohl Weizen gewesen sein oder halt da hinten. Ja, was Neues ist hier nicht drin. Hier springe ich mal nichts runter, weil ich nicht verrecken will. Und ja, ich glaube, ich begebe mich jetzt mal nach Norden. Oh, was ist denn hier eine Truhe? Weizen und sinnvolle Kakaobohnen. Ey, das hier kann man ja abbauen. Mit einer Schaufel. Stimmt, mit einer Schaufel, ja. Das war das komische Haus. Hier die komische Dingens. Und da steht schon wieder die Truhe. Gehen wir nochmal hin. Ich versuche jetzt auch weniger zu sprinten, dass wir nicht. Und noch eine Wasserflasche und Rose Red. Wow. Falls wir jetzt kein Wasser haben, können wir uns die zweite Wasserflasche gönnen. Gut, dann gehe ich mal. Ich glaube, hier ging es wieder raus. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, so. Vielleicht können wir dann auch mal einen mördern. Um das auszuprobieren. Der da hinten sieht nicht schlecht aus. What the fuck? Hier war gerade eben noch ein Name. Ich begebe mich jetzt mal in den Wald. Der hat eine Chain-Rüstung. Friendly. 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 Friendly, 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 friendly. What the fuck?
Nein, den snacke ich mir jetzt nicht eiskalt von hinten, das wäre sehr dumm. Sondern wir gehen hier einfach mal weiter und sprinten auch ein bisschen. Wir haben ja jetzt, ja, einiges an Essen. Ich kann ja mal. So, jetzt haben wir auch wieder volles Life. Ich nehme ein total hochwertiges Holzschwert und gucke die schönen Flauschewolken an. Not. So, was sagt uns denn das heilige Endauge? Das allwissende Endauge, das immer weiß, wenn jemand in der Nähe ist. Sagt nur, dass sie unsere eigenen Schritte hören. Oh mein Gott. So, jetzt, wir suchen aber etwas Neues. Sowas wie. Ich sollte. Oh! Gut. Ah, much better. Na, ich hatte so einen Brand in der. Ja, einen Brand, sagt man ja nur. Ich hoffe, dass hier überhaupt noch irgendwas kommt. Oder wie ist das so? Weil ich habe ja auch noch keine Karte, deswegen kann ich mich auch noch schlecht orientieren. Aber das hier vorne sieht doch mal nicht schlecht aus. Was haben wir denn hier auf dem Boden? Sand und. Kann ich nicht abbauen? Nein. Okay, vielleicht heißt das, dass hier irgendwas ganz Spektakuläres kommt, wie. Da ist noch mehr Sand. Noch mehr Sand, genau. Hier ein spektakulär abgeschnittener Baum. Auf der linken Seite. Geradeaus sehen Sie die ersten Hügel und der Wald verändert sich. So, jetzt ist die Frage der Fragen: Sind wir jetzt weiter nördlich oder einfach komplett in die falsche Richtung gelaufen? Ich habe irgendwo mal eine Karte gesehen. Ich weiß nicht, ob die von Mindset war, aber. Oh, verdammt, ich hätte nicht so viel sprinten sollen. Da habe ich auch ein Schneebiom gesehen. Was kann denn der Kaktus eigentlich? Ja, mein Handy kriegt hier gerade mal wieder. Sehe ich nicht klar. Verdammt, jetzt sind ja. Kann ich das bandagieren? Ich glaube nicht. Nein. Ich kann die Bandage verschwenden. Okay, wir sehen uns am nächsten Part wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Kommentar oder liked das Video oder am besten auch besucht meinen Kanal und abonniert mich, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis dann, tschüss.